Weißt du, Sophie, es geht dir genau so wie so vielen anderen Menschen. Du musst aufhören, ständig allen gerecht werden zu wollen. Weil wenn du ständig anderen Menschen gerecht werden willst, dann wirst du der wichtigsten Person nicht mehr gerecht. Dir selbst. Hör auf, die Bedürfnisse anderer ständig vor deine zu stellen. Weil was bleibt dann? Dann bleibt ein Leben für alle anderen, aber niemals für dich selbst. Und bitte vergleich dich nicht. Weil Vergleiche werden dich immer unglücklich machen. Und du wirst nie sehen, wie schön du bist. Du wirst nie sehen, wie besonders du bist. Wir haben alle Dinge erlebt, die uns traurig gemacht haben. Es gab Menschen, die unser Herz gebrochen haben. Aber lass los, was dir nicht gut tut. Wach nicht jeden Morgen auf mit der Vergangenheit. Was du loslässt, kann dich nicht mehr festhalten. Aber es wird sich nichts ändern, wenn du dich nicht änderst. Es ist normal geworden zu sagen, ich bin nicht genug. Es ist normal geworden zu sagen, ich bin nicht liebenswert, ich bin nichts Besonderes. Aber das bist du, Sophie. Es ist alles bereits in dir. Du musst dich nur daran erinnern. Es gibt so viele Gründe, die dich liebenswert machen. Es gibt so viele Seiten an dir, die dich besonders machen. Und wenn du das verstehst, dann wirst du aufhören, allen gerecht zu werden. Dann wirst du dir selbst gerecht. Dann hörst du auf dein Herz und dein Herz kennt auch schon den Weg. Und dann wirst du ihn gehen. Und auf dem Weg wirst du die wichtigste Beziehung stärken. Die Beziehung zu dir selbst. Und wenn du dich selbst liebst, dann gibst du all den Menschen um dich herum die Chance, dich auch zu lieben. Du hast es verdient, dein schönstes Leben zu leben. Entdecke die Kraft, die in dir steckt. Und erinnere dich und die Welt daran, wie besonders du bist. Es ist dein Leben, dein Weg, dein Herz. Bitte vergiss niemals, wie wertvoll du bist.